Hallo, liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte Juni 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Und wenn ihr euch mal die Karten genauer anschauen möchtet, die ich in meinen Readings verwende, wenn ihr Social Media Links von mir sucht oder Info- und Special Videos ansehen möchtet, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, schaut gerne unten in die Infobox unterhalb von diesem Video, liebe Zwillinge. Dort werdet ihr fündig. Ihr findet dort auch euer Jahresreading für das Jahr 2022, beziehungsweise eben das aktuelle und auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Müsst ihr natürlich nicht. Und ansonsten starten wir direkt mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte Juni 2022 meiner Zwillinge. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, liebe Zwillinge, ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und das Eichhörnchen spricht von der Kommunikation, was auch eure Hauptenergie darstellt. Sei frech, keck, authentisch und wendig im Ausdruck deines Lebens, lebe dein Sein. Sei frech, keck, authentisch. Es hört sich für mich so an, dass hier einige von euch gerne etwas sagen würden, gerne sich einbringen würden, beziehungsweise es liegt einem etwas auf der Zunge, aber man lässt es doch unausgesprochen. Das kann hier für viele von euch auf eine derartige Situation hindeuten, dass man vielleicht schon längere Zeit über ein ganz bestimmtes Thema schweigt, es vielleicht auch hinnimmt. Möglicherweise möchte man sich aber auch dazu durchringen, etwas ganz Bestimmtes zu sagen oder auszusprechen, hat bislang bloß noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, vielleicht hat man auch noch nicht den Mut dazu gehabt oder hat sich noch nicht überwinden können. Das kann ja sehr, sehr gut für viele von euch der Fall sein, dass man sich hier hingegen ja überwinden kann, dass der Mut sozusagen genug angesammelt wurde, um tatsächlich dann etwas aussprechen zu können, was man bisher noch nicht ausgesprochen hat. Allerdings kann ich mir noch mehrere Szenarien anhand dieser Hauptenergie vorstellen. Jedenfalls ist das Eichhörnchen, liebe Zwillinge, euer Krafttier für diese Zeitspanne. Und die Kommunikation stellt eure Hauptenergie dar. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte Juni 2022 meiner Zwillinge. Das ist die Königin der Kelche. Bei der Königin der Kelche handelt es sich häufig um eine sehr sensible Person, eine gefühlsbetonte Person, definitiv aber auch eine authentische Person. Authentisch, Authentizität steht hier auch schon im Text des Eichhörnchens und Authentizität bedeutet, wahrhaftig zu sein, wahrheitsgetreu zu sein. Und diese Königin der Kelche ist tatsächlich eine meiner Lieblingshofkarten und sie ist tatsächlich authentisch, was ihre Gefühle und was ihre Emotionen angeht. Diese Person mit der Königin der Kelche dargestellt, ist wirklich so eine Person, die sich nicht verstellt, die keine Spielchen spielt, die, wenn sie jemanden mag, es diesem jemanden auch zeigen, sagen, signalisieren kann. Allerdings auch, wenn sie jemanden nicht unbedingt mag, wird das diese Person dem anderen signalisieren, zeigen oder spüren lassen tatsächlich. Also hier ist jemand Ehrliches, Aufrichtiges bzw. eben Authentisches zu sehen und diese Energie kann zu euch gehören, liebe Zwillinge. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass es sich hier um eine Bezugsperson von euch handelt. Wie geht es weiter? Das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche deutet auf einen Neustart in Sachen Liebe, Emotionen hin. Es können hier Emotionen aufkommen bzw. sich ansammeln. Man sagt auch gerne, das ist so eine Art Emotionswasserfall. Das sage ich hier, man sieht es hier auch bildlich dargestellt. Hier sprudeln die Emotionen über, kann man sagen. Und diese Emotionen können natürlich positiver und negativer Natur sein. Mit dem Ass der Kelche kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass es sich um eine Art neue Liebschaft handeln kann, neue Partnerschaft möglicherweise, vielleicht auch neue Freundschaft. Definitiv entwickelt man hier Gefühle potenziell für eine ganz bestimmte Person. Es kann natürlich auch sein, dass ihr die passive Rolle hier spielt.
dann entwickelt eine ganz bestimmte Person potenziell Gefühle für euch, liebe Zwillinge. Das kann hier so rum oder so rum sein. Das werde ich noch versuchen herauszufinden. Wie geht es weiter? Das ist der Stern. Stern, Wunscherfüllung, Heilung, Klarheit und teilweise auch die Ferne kann im Stern verkörpert sein. Kommunikation ist Key, das sagt man sehr, sehr oft. Also der Schlüssel ist die Kommunikation, miteinander reden, ansonsten funktioniert sowieso mal gar nichts. Und mit dem Ast der Kelche, mit dem Stern hier, ich kann mir gut vorstellen, dass für den einen oder anderen eine Kommunikation für Frieden sorgen soll oder etwas klarstellen soll, möglicherweise etwas beschwichtigen. Das kann ich mir alles in vielerlei Situationen tatsächlich noch vorstellen, werde ich auch hier weiterhin versuchen einzugrenzen. Wie geht es weiter? Das ist die 7 der Kelche. Bei den 7 der Kelchen handelt es sich häufig um eine Verwirrung oder um eine Konfusion. Es ist hier teilweise auch Kopf gegen Herzenergie dargestellt. Das ist dann oftmals so, wenn das Herz das eine will und der Kopf das andere will. Ich vergleiche es auch tatsächlich sehr, sehr gerne mit diesem symbolischen Bild. Auf der einen Schulter sitzt ein Engel, auf der anderen Schulter sitzt ein Teufel. Und beide liefern sich sozusagen ein Wortgefecht, versuchen euer Tun, euer Handeln, euer Denken zu beeinflussen. Und je nachdem, auf welche Seite man mehr hört, desto besser oder desto schlechter entwickelt sich dann eine ganz bestimmte Situation. Damit werden einige von euch wahrscheinlich etwas anfangen können. Man sagt auch tatsächlich dazu, dass man hier im Zwiespalt, ich sehe hier auch gerade die untere Karte, der Zwiespalt im Prinzip, die Unentschlossenheit, die Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, die hier mit den 7 der Kelchen doch sehr konform geht. Auf der einen Seite meine ich, dass viele von euch sich zu einem ganz bestimmten Menschen hingezogen fühlen könnten. Auf der anderen Seite, wenn man dieser Anbindung, dieser Anziehung nachgehen würde, würden auch negative Konsequenzen entstehen. Und in dem Fall kann ich hier auch von Kopf gegen Herzenergie sprechen. Vor allem, wenn ich jetzt hier noch ein paar Schwertkarten habe und in der Spiegelung zu der ganz klassischen Herzenergie, zu Gefühlen und Emotionen, da kann ich dann doch davon reden. Wie geht es weiter? Oh ja. Oh ja, und hier haben wir schon die Schwertkarte, die ich gerade angesprochen habe. Die 3 der Schwerter. Hätte natürlich eine schönere Schwertkarte sein können. Die 3 der Schwerter ist Frustration. Der klassische Herzschmerz kann das hier sein. Ein gebrochenes Herz, Frustration. Da haben einige von euch oder von eurem Gegenüber potenziell den ganz klassischen Liebeskummer. Mit der Königin der Kelche, ich bin mir nicht sicher, ob das eure Energie ist, liebe Zwillinge. Ich glaube eher, dass es die Energie eines Gegenübers ist. Das werde ich aber, wie gesagt, noch weiterhin herausfinden. Und bitte bedenkt, dass in einem allgemeinen Reading generell die Rollen häufig vertauscht sind. Aber ich sehe hier Gefühle, ich sehe hier Emotionen, die definitiv vorhanden waren, die wahrscheinlich auch potenziell vorhanden sind. Und mit dem Stern hier in der Mitte meine ich, dass hier etwas passiert ist, was nicht unbedingt glücklich war. Hier wurde jemand enttäuscht, verletzt, möglicherweise sogar schwer verletzt oder schwer enttäuscht. Und es kann sich hier um diese Gedankenenergie auch in diesem Bezug handeln. Das sagen mir nämlich diese 2 Karten hier im Trigger zu den 7 der Kelchen, dass man jemanden gerne verzeihen möchte, vielleicht aber etwas nicht verzeihen kann, oder man spielt die passive Rolle und sagt, man möchte, dass einem jemand etwas verzeiht, aber bislang bleibt es noch zu hoffen, dass dies geschieht. Das kann natürlich in vielerlei Bereichen noch der Fall sein. Ich meine aber tatsächlich, dass es hier in eine doch eher liebestechnische, partnerschaftliche, beziehungstechnische Richtung gehen wird. Wir haben hier die Königin der Münzen im Outcome. Die Königin der Münzen, eine gefestigte Energie. Hier ist eine Person dargestellt, die mit beiden Beinen fest im Leben steht, die relativ gemütlich ist, die relativ, ja, man kann auch sagen, diese Person, die hat die Ruhe weg. Das kann man tatsächlich oftmals behaupten bei der Königin der Münzen. Eine mütterliche Energie, warmherzige Energie, sehr hilfsbereit tatsächlich, kann auch tatsächlich wohlhabend sein, diese Person.
In einer diesen beiden Königinnen befindet sich eure Energie bzw. euer Gemütszustand, liebe Zwillinge. Es gibt hier eine Person und eine andere Person und das könnt ihr, wie schon gesagt, die Rollen können vertauscht sein, aber anhand der Charakteristiken könnt ihr für euch selbst sozusagen assoziieren, in welcher Situation ihr euch hier befindet. Gemütliche Energie, bodenständige Energie, die Ruhe weghaben, beziehungsweise man sagt auch, hier kann einem nichts mehr so schnell erschüttern. Das ist Robustheit, das ist Abgestumpftheit oder Abgehärtetheit. Und mit der Königin der Kelche ist hier doch eher eine sensible Rolle dargestellt. Eine sehr gefühlvolle Rolle. Hier nimmt sich jemand etwas sehr stark zu Herzen und hier eher nicht. Das heißt aber auch, dass es hier einen zwischenmenschlichen Aspekt gibt zwischen euch und einem bestimmten Menschen, der in einer gewissen Form und Weise geheilt werden muss. Hier dieses gebrochene Herz, hier diese Frustration, diese Wut, diese Trauer, diese Enttäuschung. Die soll hier geheilt werden. Aber einer von euch beiden, der scheint mir hier das Ganze sehr, sehr ernst zu nehmen. Das geht ihm oder ihr sehr nahe. Und die jeweils andere Person ist sich vielleicht gar keiner Schuld bewusst, beziehungsweise hat nicht einmal das Anliegen, diese Situation in einer gewissen Form und Weise in Heilung zu bringen. Das sieht mir hier nach einer sehr speziellen zwischenmenschlichen oder partnerschaftlichen Dynamik aus, in der sich einige von euch hier befinden. Eine Klärung zur Königin der Kelche. Die Herrscherin. Interessant. Liebe Zwillinge, jetzt bin ich hier tatsächlich bei eurer Energie. Die Herrscherin steht ganz klassisch für diejenigen, für die das Reading auch bestimmt ist. In diesem Fall, liebe Zwillinge, kann ich hier eure Energie darin erkennen. Ansonsten wäre hier der Herrscher dargestellt und nicht die Herrscherin. Die Herrscherin auf die Königin der Kelche und jetzt bin ich mir auch recht sicher, dass für die meisten von euch ihr hier drin dargestellt seid. Das heißt, rückblickend betrachtet, dass viele von euch eine ganz bestimmte Situation sich sehr zu Herzen nehmen, dass ihr hier definitiv diejenigen seid oder derjenige seid, der hier sehr sensibel agiert, dem das Ganze sehr zu Herzen genommen wird, beziehungsweise dem das Ganze auch teilweise gar nicht mehr loslassen kann. Ich sehe hier eine Situation, die gereinigt oder geheilt werden soll, vielleicht auch bereinigt werden soll. Ich sehe hier aber nicht per se die Situation, was hier bereinigt werden soll. Ich sehe nur, die Konsequenz daraus war ein Herzschmerz, eine Frustration, eine Enttäuschung. Was passiert ist, liegt in der Vergangenheit. Die Königin schaut nach links, die Herrscherin schaut nach links. Das ist beides vergangenheitsbezogen und da habe ich jetzt keine Einblicke, also ich bin mir nicht sicher, was genau bei euch passiert ist in der Vergangenheit. Was ich aber sehe, ist, dass daraus eine Konsequenz entstand, dass einer von euch beiden, und wahrscheinlich seid ihr das, liebe Zwillinge, doch stark frustriert seid oder frustriert herausgekommen seid aus diesem Umstand. Und der soll hier definitiv in Heilung gebracht werden. Die Frage ist, wie man das Ganze macht. Und das ist hier vorrangig dargestellt. Die Herrscherin generell ist aber eine Person, die sehr liebenswürdig ist, die sehr treu ist, übelst loyal, muss ich fast schon sagen. Also es ist hier kein Wunder, dass bevor ihr sagt, naja, dieser Mensch hat mich jetzt enttäuscht, jetzt hat er seine Chance vertan und ich suche mir jetzt den nächstbesten. Das ist definitiv nicht hier dargestellt, sondern genau das Gegenteil. Man möchte hier jemanden verzeihen, obwohl er einem vielleicht wirklich wehgetan hat. Oder man hat vielleicht selber jemandem wehgetan, hofft aber dennoch auf eine Verzeihung von diesen Menschen, bevor man sagt, naja, okay, jetzt habe ich meine Chance verwirkt, sei es drum, ich suche mir eine andere Person. Man hält hier dennoch einander fest. Das sind hier diese... Ihr kennt doch das, wenn man sagt, in guten wie in schlechten Zeiten oder an guten und an schlechten Tagen. Und ihr scheint hier tatsächlich einige schlechte Tage erwischt zu haben, dennoch einander festzuhalten. Eine Klärung zum Ast der Kelche. Die Acht der Stäbe, klassische Kommunikation. Jetzt sind wir spätestens bei der Hauptenergie, liebe Zwillinge, und die Acht der Stäbe auf das Ast der Kelche verrät mir, dass es hier definitiv um sehr sensible, möglicherweise auch fragile Gespräche sich drehen und handeln könnte. Fragile, sensible Gespräche, das kann auch tatsächlich sehr, sehr schnell ausarten. Einer von euch beiden, und ihr seid hier doch recht unterschiedliche Charaktere, möchte ich sagen, beziehungsweise habt eine recht unterschiedliche Meinung zu dem, was passiert ist. Und es kann gut und gerne doch etwas ausarten in diesen Gesprächen.
eine klassische Kommunikationskarte, die mich eher darauf hindeuten lässt oder darauf schließen lässt, dass es hier so zu Kritiken, zu Vorwürfen kommen könnte, wäre eigentlich der Ritter der Schwerter. Die Acht der Stäbe ist tatsächlich eine neutrale Gesprächskarte, aber da sie eben auf das Ass der Kelche geklärt ist, es soll sich hier um Friedensverhandlungen drehen, es soll sich hier um Friedensgespräche drehen und handeln, die entweder jemand ersucht, diese Gespräche in der Hoffnung, dass ihm verziehen wird, oder ihr sucht diese Gespräche in der Hoffnung, dass euch verziehen wird. Wie gesagt, passiv oder aktiv, das müsst ihr auf eure persönliche Situation beziehen. Definitiv ist der Wille dazu da, etwas zu heilen, etwas zu beschwichtigen, etwas klarzustellen. Man kann auch sagen, etwas aus der Welt zu schaffen. Eine Klärung zum Stern. Die Mäßigkeit. Wir haben zwei Kommunikationskarten und zwei Heilungskarten. Also zwei Heilungskarten, Sternmäßigkeit. Die dritte Heilungskarte wäre die vier der Schwerter tatsächlich. Und acht Stäbemäßigkeit, ebenso zwei Kommunikationskarten. Es geht hier vorrangig um Heilung, vorrangig um Kommunikation. Und diese vorrangigen zwei Energien sehe ich hier auch in der Konjunktion sehr, sehr gut mit der besagten Friedenstaube. Ich nenne sie jetzt mal Friedrich. Die sehen wir hier sehr, sehr deutlich. Es geht um Friedensgesuch, Friedensgespräche, Friedensersuch. Jemand möchte hier jemandem verzeihen oder jemand möchte, dass einem verziehen wird. Da könnte der Teufel auf eurer Schulter sagen, nö, du hast was Besseres verdient, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Und der Engel auf eurer Schulter sagt genau das Gegenteil im Prinzip. Eine Klärung zu den Sieben der Kelche. Okay, das sieht hier sehr, sehr, ich sage jetzt mal wirklich düster aus, liebe Zwillinge. 10 Schwerter, 3 Schwerter, Teufel, das ist düstere Energie, das ist dunkle Energie, das ist definitiv, geht das bei manchen von euch in Richtung Depression, in Richtung Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, das Gefühl, dass man, ja, dass man unmöglich irgendwas machen kann. Also dieses völlige Hilflosigkeitsgefühl, das kann ich hier sehr, sehr gut erkennen. Entweder bei euch oder bei eurem Gegenüber. Der Teufel auf die 7 der Kelche. Man hat absolut, auf gut Deutsch gesagt, keinen Plan, was man machen soll. Man weiß weder vor noch zurück. Man weiß weder links oder rechts. Man weiß nicht, soll ich jetzt was sagen oder soll ich lieber schweigen? Was wäre besser? Was wäre schlechter? Man macht sich hier echt einen Kopf. Und mit den 10 der Schwertern und mit den 3 der Schwertern sieht man das auch nochmals verstärkt, dass man sich hier sehr, sehr stark reinsteigern kann. Man sieht hier Grübeleien, man sieht hier definitiv schlaflose Nächte, die auf jenen zukommen, der hier diese mentale Zwickmühle empfinden könnte, diese mentale Niedergeschlagenheit. Und aufgrund dieser mentalen Niedergeschlagenheit hat man absolut wirklich wenig Plan, was man überhaupt machen kann. Man fühlt sich hilflos, man fühlt sich vielleicht sogar einem negativen Schicksal ausgesetzt. Und das ist jetzt schon eine sehr starke Formulierung, denn wer sich mit diesem Gefühl identifizieren kann, der kann tatsächlich auch leicht in eine Art Depression rutschen, sage ich jetzt mal. Ich wünsche es natürlich niemandem, dass man in eine derartige Depression rutscht, aber wenn man hier den Teufel, die 10 Schwerter und die 3 Schwerter hat, da kann man schon davon sprechen, dass hier eine sehr starke Trostlosigkeit, das Gefühl von Hilflosigkeit oder eben, wie auch gerade ausgedrückt, das Gefühl, dass man einem negativen Schicksal quasi hilflos ausgeliefert ist. Dieses Gefühl macht sich hier entweder bei euch oder bei eurem Gegenüber breit. Eine Klärung zu den 3 der Schwerter. Die 2 der Kelche. Partnerschaftliche Dynamik, Zwischenmenschlichkeit ist hier drin dargestellt. Das kann jetzt für einige von euch etwas höher resonieren, für andere von euch etwas niedriger resonieren. Aber mit den 2 der Kirchen ist die klassische partnerschaftliche Beziehung beziehungsweise eben vielleicht auch eine sehr tiefe Freundschaft dargestellt. Aber um diese Verbindung, nenne ich es jetzt mal kurz gesagt, da geht es hier tatsächlich vorrangig. Ihr wart ein Teil dieser Verbindung, möglicherweise seid ihr das noch, weil ich sehe hier keine Break-up-Karten, ich sehe hier keinen Schluss machen, ich sehe hier keinen den Rücken kehren,
Allerdings kann dies eben, wie auch schon vorhin bereits erklärt, in der Vergangenheit liegen. Zwei Kelche auf drei Schwerter ist nochmals gesagt der ganz, ganz klassische Herzschmerz. Man kann auch Liebeskummer dazu sagen. Beziehungsweise geht einem hier ein ganz bestimmter Mensch nicht aus dem Kopf. Aber es geht einem auch nicht das aus dem Kopf, was dieser Mensch potenziell getan hat. Das wäre der passive Part. Der aktive Part wäre dann in dem Falle, es geht einem nicht mehr aus dem Kopf, was man diesem Menschen angetan hat. Dann hat man nämlich selbst einen Fehler gemacht. Dann hat man auch für den Kummer, für den Herzschmerz, für den Frust des jeweils anderen gesorgt. Wie schon gesagt, das kommt ganz speziell auf eure Situation an. Und das müsst ihr bitte auch auf eure persönliche Situation beziehen. Der Teufel neben den zwei der Kelchen ist auch immer so eine Sache. Es kann sich hier um eine toxische Beziehung handeln. Es kann sich um einen toxischen Partner handeln. Es kann sogar so etwas sein wie ein falscher Seelenpartner. Allerdings kommt so etwas doch recht selten vor in einem allgemeinen Reading. Aber es geht hier um eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Partnerschaft, die einer versuchen möchte zu retten, weiß nur nicht, wie er das anstellt, und die Meinung des jeweils anderen ist hier tatsächlich eine sehr spezielle, denn einer von euch beiden ist definitiv auf die Wirkung des anderen angewiesen. Einer von euch beiden wird in Anbetracht dieser Situation gar nichts tun und der jeweils andere wird wahrscheinlich alles dafür tun. Und das ist eine doch recht herbe Unausgeglichenheit, muss ich sagen. Das Rad des Schicksals im Outcome. Rad des Schicksals deutet auf Schicksalswege hin. Es deutet auf die Zeit hin, beziehungsweise deutet es auch tatsächlich auf das Schicksal selbst hin. Ihr seid hier definitiv in einer Verbindung, die einen ganz bestimmten Sinn und Zweck erfüllt, liebe Zwillinge. Diese Verbindung kann auf vielerlei Varianten resonieren für euch. Partnerschaft, Freundschaft, Liebschaft, das kann vielerlei sein. Definitiv seid ihr diesen Menschen nicht umsonst begegnet. Das ist jetzt keine flüchtige Bekanntschaft, das ist auch keine flüchtige Beziehung, also eine, die schon von Anfang an zum Scheitern verdammt war. Das ist hier definitiv ein Mensch, mit dem ihr in einer gewissen Form und Weise in eurem Leben interagieren sollt. Entweder um eine Lektion zu lernen oder ist sie als eine Art Geschenk euch präsentiert worden, diese Person. Definitiv hat hier aber auch das Rad des Schicksals seine Finger im Spiel, beziehungsweise kann man auch sagen, Gott hat euch zusammengeführt, die Engel oder das Universum, je nach Weltanschauung natürlich, aber das ist schon eine doch gravierende Beziehung. Das ist hier nichts Alltägliches. Eine Klärung zur Herrscherin. Das ist der Eremit. Der Eremit deutet von Einsamkeit, er deutet auch davon, dass man sich hier zu einer gewissen Zeit potenziell abgeschotten hat. Abgeschottenheit bzw. Einsamkeit sind die Grunddeutungen des Eremiten und es verrät mir hier, dass seit diesem Ereignis, welches hier in der Vergangenheit liegt, seit diesem Streit, Konflikt, seit diesem, ja, möglicherweise auch eine Art Schicksalsschlag, ist A, schon einige Zeit vergangen, das ist eine Zeitkarte, das ist eine Zeitkarte, das ist eine Zeitkarte und hier ist auch eine Zeitkarte im gewissen Sinne dargestellt. Also es kann schon gut und gerne ein paar Wochen bis Monate her sein, seitdem man hier sich sozusagen etwas distanziert hat voneinander. Da ist was passiert und was das war, ist für viele von euch wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Aber eine Distanzierung ist eines der Resultate daraus, ist eine Konsequenz daraus. Und es kann auch sein, dass man im selben Haus wohnt, im selben Haushalt wohnt, dass man zusammen ist, dass man verheiratet ist und sich dennoch einsam fühlt, sich dennoch abgeschottet fühlt, dennoch keinen Zugang zum Gegenüber bekommt. Und viele von euch fühlen sich so, fühlten sich wahrscheinlich auch schon so in der Vergangenheit. Das sagt mir der Eremit auf die Herrscherin geklärt. Eine Klärung zu den 8 der Stäben. Die Sonne. Die zweite Sparte hier ist eine sehr positive, eine heitere Energie. Die Sonne auf das Ast der Kelche verrät mir definitiv, dass ihr Gefühle habt für diesen Menschen. Es verrät mir aber auch, dass dieser Mensch potenziell für euch Gefühle hat und wären diese Gefühle nicht im Spiel, glaube ich, würde es dieses Reading nicht geben, liebe Zwillinge, weil ansonsten wäre das ein Konflikt, ein Streit, eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Menschen, die in der Vergangenheit passiert ist und ja, der eine hat halt seine eine Meinung, der andere hat seine andere Meinung und das Leben geht weiter.
So einfach ist es hier tatsächlich nicht, liebe Zwillinge. In einer ganz bestimmten Form und Weise will man hier auf den gleichen Nenner wiederkommen. Ersucht man Friedensgespräche, versucht man die Sache zu bereinigen, etwas klarzustellen, weil ich hier auch die Klarheit habe und hier auch nochmals die Klarheit habe, weil das zwei Sterne sind. Also die Sonne ist natürlich auch ein Stern und Sterne sprechen von Klarheiten. Die Sonne weiterhin auf die acht der Stäbe sind freundliche Gespräche. Das ist hier dieses definitive Zuvorkommende. Ihr werdet hier definitiv jemanden nicht zum Gespräch zwingen, auch nicht drängen bzw. provozieren. Ihr werdet hier freundlich agieren, ihr werdet höflich agieren bzw. wird das der Gegenüber tun. Je nachdem, wer diese Gespräche initiiert, das könntet ihr tatsächlich auch beide sein. Sie werden hier aber positiv verlaufen. Sie werden aufrichtig sein, ehrlich sein, beziehungsweise ja, authentisch sein. So haben wir es hier auch schon dargestellt. Man wird aber definitiv auch auf die Gefühle des Gegenübers achten. Und das ist hier etwas, was nicht selbstverständlich ist aufgrund einer Dynamik, die in der Vergangenheit schon passiert ist. Eine Klärung zur Mäßigkeit. Der König der Münzen. Der König der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. Ihr könntet das per se mit einem Erdzeichen zu tun haben, das müsst ihr aber nicht. Ich habe hier tatsächlich alle drei Erdzeichen schon vertreten. Hier wäre der Stier, hier die Jungfrau und hier der Steinbock. Wie gesagt, muss aber nicht für jeden von euch der Fall sein. Erdenergie generell, und hier haben wir eben den König der Erdzeichen, also den König der Münzen. Das sind gefestigte Personen. Das sind Personen, die teilweise etwas materialistisch denken können, teilweise sehr idealistisch, beziehungsweise können das auch sehr egoistische Personen sein. Also Arroganz kann ein Merkmal von dieser Hofkarte und auch von dieser Hofkarte hier oben sein. Allerdings sind das auch oftmals wohlhabende Personen, reiche Personen. Reichheit und Wohlhaben heißt nicht immer, dass diese Person viel Geld hat. Das kann natürlich auch reich an Erfahrung bedeuten. Das kann natürlich auch reich an Idealen bedeuten. Das kann definitiv in einer gewissen Form und Weise Fülle sein. Und mit dem König der Münzen auf die Mäßigkeit meine ich tatsächlich, dass euer Gegenüber, und ich erkenne hier eher die gegenüberliegende Energie, weil ich euch eher hier vermute, liebe Zwillinge, aber bitte, wie gesagt, Rollen können vertauscht sein. Dieser König der Münzen lässt mit sich reden, muss aber überzeugt werden. Und einem König der Münzen zu überzeugen, beziehungsweise es ihm oder ihr recht zu machen, ist leider relativ schwer. Mit dem König der Münzen auf den Stern in der Spiegelung sieht man deutlich, dass es hier einen Anlass für Friedensgespräche gibt, einen Anlass, das Gespräch oder den Kontakt überhaupt zu suchen. Weil ich meine, ihr beide habt diese Verbindung. Ich meine auch, dass ihr beide eine bestimmte Anziehung zueinander empfindet. Vielleicht seid ihr euch beide sogar im Bilde, was genau das zwischen euch beiden ist. Aber diese Beziehung, dieses Band zwischen euch beiden wurde hier bereits auf eine sehr harte Probe gestellt. Und sie wird es auch weiterhin. König der Münzen, Teufel, 10 Schwerter, 3 Schwerter. Das neigt sich tatsächlich in dem Szenario so entgegen, dass man hier schon fast die Hoffnung aufgegeben hat, dass man die Sache bereinigen kann, dass man die Sache heilen kann, dass der Gegenüber einem zuhört oder mit sich reden lässt. Und diese Einstellung kann auf die Seite des Gegenübers oder kann auf eurer Seite passieren. Aber man neigt hier dazu, und das wäre sehr schade, wenn es so kommt, man neigt hier dazu, das Gespräch von vornherein zu meiden, weil man davon ausgeht, dass man mit dem Gegenüber ja sowieso nicht reden kann, dass er oder sie ja sowieso nicht zu einem Gespräch bereit wäre. Das ist ein im Vorfeld negatives Denken, und aufgrund dieses negativen Denken kann es sehr, sehr gut sein, dass man etwas nicht tut, was man definitiv hätte tun sollen. Und das wird einem meistens erst im Nachhinein klar oder bewusst werden. Man neigt hier dazu, das Gespräch von vornherein nicht zu suchen, weil man meint, dass der Gegenüber darauf nicht eingehen würde, anstatt es einfach zu versuchen. Eine Klärung zum Teufel. Die Hohepriesterin. Sieht mir hier tatsächlich nach diesem Teufelchen und Engelchen. Oh, jetzt hatte ich vorhin die Metapher hier.
Hier habe ich den Engel, hier habe ich den Teufel übrigens, liebe Zwillinge. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo ich jetzt hier die Spiritualität auch habe. Interessant, das hatte ich ja noch gar nicht. Ich sprach vorhin beispielhaft mit diesem Engel und mit dem Teufel auf euren Schultern, wenn ihr euch daran erinnert, liebe Zwillinge. Und der Engel, der will euch gut einreden, der will Frieden bringen, der will, dass ihr euch gut fühlt, der will, dass sich der Gegenüber gut fühlt, etc. Der Teufel, das sind diese komischen negativen Gedanken, die viele Menschen, ich glaube alle Menschen tatsächlich, manchmal haben. Das sind diese Momente, wo man einem Menschen vielleicht sogar etwas Böses wünscht. Wo man im Begriff ist, etwas Dummes zu sagen, etwas Verletzendes zu sagen, etwas Hinterlistiges zu sagen, teilweise auch zu lügen, absichtlich. Wenn man lügt, dann hat der Teufel im Prinzip die höhere Macht über euren Geist, über eure Materie, über euer Tun und Handeln. Das ist dann der Einfluss des Teufels, Lügen beispielsweise. Die Wahrheit zu sprechen wäre dann der Einfluss des Engels. So kann man sich das im Prinzip vorstellen. Und mit der Hohepriesterin hier unten habe ich ganz, ganz deutlich auch die Spiritualität dargestellt, wie sie auch schon in gewisser Weise im Stern und in gewisser Weise in der Mäßigkeit dargestellt ist. Die Hohepriesterin auf den Teufel allerdings bedeutet, dass man hier neigt, negativ zu denken, schwarzmalerisch zu denken, pessimistisch zu denken. Und das ist nochmals dieses Prinzip, wo ich gerade gesagt habe, mein Gegenüber wird sich ja sowieso nicht bessern, mein Gegenüber wird sowieso nicht einlegen, wird nicht mit sich reden lassen, beziehungsweise wird wieder laut werden. Das ist dieses im Vorfeld negative Denken, welches hier schon sehr ausgeprägt ist, muss ich sagen, tatsächlich, und ein derart negatives Denken. Diejenigen von euch, die sich mit Manifestieren auskennen, die wissen auch sehr, sehr gut, dass so ein Denken tatsächlich dann auch zu einer schlechten Entwicklung führen wird. In dem Falle ist es auch anzuraten, positiver zu denken, optimistischer zu sein, vielleicht sogar etwas mehr zu hoffen, denn Hoffnung ist am Ende genau das, was eine ganz bestimmte Situation auch am Leben lassen kann. Und wenn man hier pessimistisch weiterhin in die Zukunft denkt, sage ich jetzt mal, und weiterhin so sein Tun und Handeln auslegt, dann kann es auch sehr, sehr gut sein, dass dieses pessimistische Denken eintreffen wird. Es kann natürlich im Respektiven genauso sein, dass dieses Positive eindenken wird. Es ist eine Einstellungssache hier. Mit dem 2 der Kelchen hätte ich jetzt gerne auch noch eine Klärung. Der Turm. Ich hätte ihn eher hier in der Mitte erwartet oder ganz am Anfang, weil dann sagt mir das wenigstens, dass das, was da in der Vergangenheit zwischen euch beiden passiert ist, plötzlich passiert ist und nicht abzusehen war. Aber der Turm hier hinten auf die 2 der Kelche geklärt, da sehe ich eine Überraschung. Eine Überraschung ist wirklich die Grunddeutung eines Turmes. Diese Überraschung kann negativer Natur sein oder positiver Natur sein. Ich sehe sie hier teils, teils. Das ist eine neutrale Karte, das ist eine positive, das ist eine negative. Klärung, Spiegelung hebt sich alles auf. Deswegen sehe ich diesen Turm eher neutral. Ich sehe hier auch eine Heilung und eine Verletzung. Deswegen bin ich hier bei einem sehr neutralen Turm. Und deswegen kann ich mittlerweile nur sagen, das wird eine Überraschung. Und diese Überraschung wird auf euch oder auf euren Gegenüber, potenziell auf euch beide, zukommen. Und diese Überraschung kann in Zukunft für einen ganz bestimmten Weg sorgen, den man hier im Gemeinsamen einschlägt. Deswegen gemeinsam, weil ich hier hinten 2 Outcome-Karten im Hofzeichen habe. Das heißt, ich habe hier einen Ritter der Schwerter, worin ich eure Energie entdecken kann, weil ihr seid ein Luftzeichen. Das ist eine Hofkarte im Luftzeichen und viele von euch, wie auch schon vorhin gesagt, werden es hier potenziell mit einem Erdzeichen oder mit einem Menschen zu tun haben, der typische Merkmale eines Erdzeichens aufweist, charakteristisch betrachtet. Dieser Ritter der Schwerter ist der gute Brechstangen-Bernhard. Das ist jemand, der definitiv Gespräche führen kann, der aber auch tatsächlich energisch dabei bleibt. Dieser Mensch ist sehr ehrgeizig, dieser Mensch ist manchmal vielleicht auch etwas quengelig. Wenn er nicht das bekommt, was er haben wollte, dann wird dieser Mensch doch eher sehr energisch dabei bleiben und es wieder versuchen und wieder versuchen und wieder versuchen. Man kann dann so weit gehen und sagen, dieser Mensch nervt teilweise. Aber wenn man sich in diesen Menschen reindenkt, und hier sieht man das auch sehr, sehr gut, wenn dieser Mensch von etwas überzeugt ist, dass er es haben will und es nicht bekommt,
Aber dennoch ist diese Überzeugung so tief, dass man dafür sorgen will, dass man es bekommt. Also ich kann mich gut mit diesem Menschen identifizieren, weil er sehr ehrgeizig ist. Und ein Nein, das ist nicht für dich oder Nein, das gibt es nicht, ist schlichtweg nicht akzeptabel. Und in einer derartigen Energie kann ich mir hier euch vorstellen, liebe Zwillinge. Ich bin hier aber auch sehr auf das weiterführende Reading gespannt, weil dieser Turm für euch beide oder durch einen von euch beiden für den anderen ausgelöst. Der scheint mir hier tatsächlich einen Weg für euch und euren Gegenüber zu öffnen, der im Moment noch gar nicht absehbar ist, der sich noch gar nicht herauskristallisiert hat. Sehr interessantes Reading. Liebe Zwillinge, ich bin gespannt. Ich schaue mir diese drei Karten natürlich jetzt im weiterführenden Reading genauer an. Hoffe dann auch noch etwas mehr Details rausfinden zu können und potenzielle Prognosen anstellen zu können, wie das Ganze weitergeht. Sollte ich hier eine Situation von euch aufgegriffen haben, solltet ihr mit diesem Reading resonieren, liebe Zwillinge, und seid gespannt, wie es weitergeht. Ihr könnt natürlich gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Ist natürlich nach wie vor kein Muss. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Juni weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil, liebe Zwillinge. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.